Hallo, liebe Freunde da draußen. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und ihr seht schon, ich zeige euch mal eben kurz. The Purge hat stattgefunden, ja. Da ist nicht mehr 9.5, da ist nur noch 9.4, aber gut. Andere machen auch seit 5 Jahren YouTube und haben 25.000. Mein Gott, es gibt Gerechtigkeit. Naja, egal. Anderes Thema. Ich wollte euch mal wieder ein bisschen auf Stand bringen, was jetzt so am Mach ist und so. Die Euro ist ja jetzt vorbei. Also die Euro 2016, die EU und Europa jetzt vielleicht noch nicht, aber man arbeitet da ja auch dran, sagt man. Ja, das ist durch, das ist erledigt. Das heißt, jetzt kommt als nächstes der Hinblick in Richtung Olympische Spiele in Rio. Da habe ich auch schon mit dem großartigen MS Standard, glaube, 6, 7 Videos aufgenommen, schlagt mich. Es wären 17, glaube ich, hatte ich durchgerechnet. Ob es dann auch wirklich so wird, wie es auf meinem Zettel wird, ist ein anderes Thema. Da war schon bisschen wieder Commander Ärger, das ist ja meistens so bei irgendwelchen alten Rotz-Games gerne der Fall. Das kommt auf jeden Fall auch, das ist dann auch aufgenommen. Die Sache von 20 Jahre N64 geht erstmal auch weiter in die nächste Runde. Da kommt nochmal ein anderes System dazu, das will ich jetzt noch nicht spoilen, das machen wir dann nächste Woche. Dann seht ihr das auch schon. Heute war ja jetzt am Montag hier mal Indie-Montag, das habt ihr mal gesehen und das habe ich jetzt auch mal durchgenudelt. Da sind mir am Wochenende irgendwie x-tausend Keys zugespielt worden und dann dachte ich mir, komm, dann machst du das auch mal gleich weg. Was du weg hast, hast du weg. Da waren jetzt eh nicht so große Kandidaten bei, wo ich sagen würde, boah, das war jetzt Pflichtprogramm, aber man macht ja auch mal irgendwann seinen Job. Ja, Ausblick. Wir werden uns als nächstes mit Adventure Let's Plays beschäftigen. Ich habe jetzt, kann ich euch sagen, auf Steam, glaube ich, 60 Adventures, also wer das schafft, mich auf Steam zu adden, das muss irgendwie total schwierig sein, das schaffen irgendwie nur wenige in der Woche. Dann seht ihr das auch, was da ist, dann könnt ihr das auch dementsprechend auswählen. Ihr könnt jetzt schon mal für die Leute, die nicht gucken, einfach mal rumraten. Jetzt würdet ihr sagen, hä, warum gibt ihr uns keine Tipps? Nee, mache ich nicht, weil ich will nämlich aus diesem System mir selber eine vernünftige Liste machen, die dann auch abgearbeitet wird. Was das genau wird, machen wir in den nächsten Wochen. Tut einfach mal so, dass der Verrückte hier irgendwas erzählt und wir machen es dann einfach. Nutzt einfach mal eure Chance. Haut mal einfach in die Tasten, auch vielleicht Adventures, die ich überhaupt nicht kenne. Ist egal, dann kann ich mich jedenfalls damit mal beschäftigen. Und dann gucken wir mal. Das wird so das nächste sein. Andere Mini-Let's Plays wird es auch geben. Da weiß ich aber noch nicht, wann die starten. Da kommen wir dann mal Zug um Zug drum. Das ist auch kein Thema. Also dann lasst mal erstmal jetzt das alles machen. Und im August, das kann ich schon mal sagen, dann kommen dann auch die Game-Shows zurück. Und dann gucken wir mal, in welche Richtung so das geht. Und 17 haben wir sowieso wesentlich mehr Zeit. Und 17 geht es dann auch los mit den Rückblicken plus die Re-Let's Plays. Da werde ich dann auch nochmal einen Aufruf machen, in welcher Reihenfolge wir die machen sollen. Aber da kommen wir dann auch zu. Das, wie schon gesagt, absolutes Zukunftsprogramm. Kleiner Tipp am Rande, deswegen habe ich hier so die Leiste aufgebaut, die ihr jetzt nicht seht. Der Retro-Basti macht wieder Videos. Ich glaube, du hast das schon mal gemacht. Ich glaube, das hast du mir, glaube ich, geschrieben oder so. Auf jeden Fall macht er jetzt wieder Videos. Und ich denke schon, das macht er auch ganz gut. Und wenn ich da irgendwie eine Zahl sehe von 18 Abonnenten, dann weiß ich doch, ihr faules Pack da draußen, geht ihr den jetzt mal erstmal gucken und dann auch gemischtwertigst abonnieren, weil dann machen wir den auch mal ein bisschen größer, wie sie das auch gehört. Wer gute Arbeit macht, soll auch bitte auch gute Zuschauer haben. Ich fand auch ganz lustig, er hat jetzt ein Video gemacht, das habe ich gerade eben noch aus dem Augenwinkel gesehen, wo er Fragen gestellt hat, was man verbessern kann und was man hier machen kann. Du musst mal gucken, so als Opa der Retro-Szene, was besser bei den Leuten ankommt. Wenn du ein Let's Play wirklich im wöchentlichen Rhythmus hast oder das, ich sag mal, durchziehst und dann nächste Let's Play machst, das ist immer eine Geschichte, weil die meisten Leute sind bei Folge 4, 5 sowieso irgendwie weg. Da scheint irgendwie ein Trend zu sein da draußen. Irgendwie Auffassungsgabe, glaube ich. Huch, da ist ein Eichhörnchen und ich bin weg. Ist einfach so. Alles andere müsst ihr mal gucken. Und wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt, was man gucken sollte und was man sich ansehen sollte, auch in die Kommentare, ja. Wie schon gesagt, ich stelle die Leute vor, ich habe da keine Skrupel. Wenn ich die irgendwie anschubsen kann, gerne, weil YouTube hat nun mal einfach ein Drecksystem, was seine Viralität angeht. Das ist nun mal das Allerletzte. Ihr seht ja, was viral nur noch auf Seiten geht. Prank hier, Prank da. Und dann steht dann gescripted Prank und unscripted Prank und gescriptetes Prank. Selbst der Onkel Gronkh muss ja scheiß Thumbnails benutzen mittlerweile.
Kann ich mich irgendwo noch mal auslassen drauf. Aber ist egal, das ist ein anderes Thema. Dann noch anderes, dann haben mir Leute, es scheint jetzt ein Trend gewesen zu sein, in den letzten Wochen mir immer zu schreiben, hey, sag mal, wo bist du denn? Wo bist du hier? Kommst du mal auf das? Kommst du hier? Da hat dann irgendeiner mit zum Beispiel eine Retro-Börse geschrieben, Freund, wenn du mir irgendeine Stadt um die Ohren haust und ich die noch nicht mal in irgendeinem Retro-Börsen-Kalender finde, vielleicht ein bisschen mehr Info wäre schon ganz gut. Und sagen wir es mal unter uns, ich werde jetzt nicht durch ganz Deutschland reisen, nur um mir zu anzugucken, dass irgendein Super Nintendo-Modul 250 Euro kostet. Bei der Szene da draußen, die mir immer mehr Spaß macht. Fällt mir ein, erzähle ich euch gleich noch eine Geschichte. Fällt mir gerade ein, das machen wir nicht so, machen wir als Rausschmeißer. Das ist vielleicht so für den einen oder anderen Retro-Sammler vielleicht mal interessant. Das fällt mir gerade ein, das hätte ich fast vergessen, aber das erzähle ich euch gleich. So, kommen wir zu Gamescom. Wie schon gesagt, hier vom 17. bis 21. offen am 18. bis 21. Am 18. am Donnerstag bin ich da. So wie es aussieht, wahrscheinlich mit dem großartigen Pincap. Den schleppe ich da schon hin, den schlöre ich da schon hin. Vielleicht setze ich noch irgendwo im Retro-Bahn an und ich lasse da die Sau raus oder so. Mal gucken. Ich mal gucken, vielleicht setze ich ihn noch da am, wo es lecker Obst und Gemüse gibt. Ne? Thümer die Möhrchen. Mal gucken. Werde ich also da sein? Also wer da irgendwie da auch rumläuft am Donnerstag, der kann ja mal irgendwie Bescheid sagen im Vorfeld. Es hat einer auch geschafft, das ist mal mein Lieblingsgag, der hat dann irgendwie 2 Tage nach irgendeiner Veranstaltung gesagt, hey, ich habe die gesehen. Bravo. Du hast Augen. Thumbs up. Ja, kriege ich immer einen Lachkrampf. Also der Termin ist sicher. Was auch sicher ist, wie schon in Mannheim ist genau die Frage, das ist unsicher. Ich weiß, der großartige Herr Rimto sagte, da gehst du gefälligst hin. Ja, da muss ich nur alles hinkommen. Ja, mal gucken, mit Zug macht's keinen Spaß. Bin ich ein bisschen auf angewiesen. Aber vielleicht kann man sich da ja irgendwo treffen. Grüße hier nach Luxemburg. Vielleicht kann man da irgendwie, vielleicht steige ich dann in dein Auto. Dann kannst du mal sagen, dass mit einer YouTube-Prominenz. Nee, sag's besser nicht. Wir kriegen dann aber schon irgendwie hin. So, Wien wird sicherlich nicht der Fall sein. Das wird chancenlos sein. So, komm, gib mir mal einen Termin. 10.9. Bochum, der wird sicher sein. Da werde ich definitiv rumgeistern und wir gucken auch mal, dass wir da irgendwie einen lustigen Gag vorab machen. Ich hoffe auch, dass wir das irgendwie zeitlich hinkriegen, weil mir gehen da so ein paar Reseller-Gags mal wieder auf den Nerven. Ich habe jetzt wieder so ein Video gesehen, wo irgendwie einer eine halbe Hausausrüstung bekommen hat. Also so ungefähr so das, was bei mir hier steht. Und mein Gott, bevor es weggeworfen wird, habe ich es genommen. Also, die Leute mögen bescheuert sein, aber nicht so bescheuert. Also, das kriegst du nicht für lau. Ah, egal. Ich habe übrigens, einer ist ganz lustig. Müsste mal gucken. Gebe ich nicht viel Tipps, weil der soll nicht unnötig Views geben. Aber ihr könnt mal auf jeden Fall ein Gag machen. Es gibt ein Neo Geo. Der geht gerade in Deutschland rum. Das ist ein und dasselbe Gerät und das zeigen mehrere Retro-Kanäle. Das ist ein und dasselbe Ding, weil das hat ein und dieselbe Macke. Ja, ernsthafte Sammler, komm, das stecken. Komm, ich kann euch da Geschichten erzählen, deswegen. Ich weiß ja, dass YouTube immer an der Grauzone arbeitet, ne? Aber ein bisschen was ist lächerlich, also, naja, gut. Dann, das ist auch sicher, die German Comic Con, die ist in Dortmund, das ist nicht schwierig, das ist nicht wirklich weit für mich. Am 3.12. bin ich da und was ich schon gesehen habe, ist geil. Also Ron Perlman und David Hasselhoff, der ist schon, ja, allein wegen Hasselhoff, ja, habe ich gewonnen. Ja, also klare Sache. Da sind also noch ein paar andere, ich gehe die mal alle durch, die da angesagt sind. Ob sie dann wirklich auch alle so da sind, ist eine andere Frage. Aber das ist schon putzig. Und dann gucken wir mal. Also wie gesagt, da werde ich auch da sein. Da geht im Augenblick noch so eine Geschichte, das kann ich auch noch nebenbei erzählen, dass ich da sozusagen im Augenblick diskutiert werde, ob ich eine Presseakkreditierung kriege, meine erste offizielle. Muss ich aber wahrscheinlich auch wieder hinterherlaufen. Ist also auch wieder das, was du in Amerika übrigens vollkommen easy kriegst. Ich habe für die Gamescom, für den Indie-Bereich, ich glaube, ich kann in den VIP-Bereich gehen. Ich brauche nur Bescheid sagen. In Deutschland ist das mit Formblatt A an Formblatt B an Formblatt C. Asterix und das Haus der Verrückten. Es lebt immer noch. Ja. Dann gibt es noch was anderes, das habe ich aber noch keine sinnvolle Rückmeldung gekriegt. Retrobit, das sind glaube ich die, die auch. Warte mal, wir können ja mal kurz nachgucken. Wir haben ja Webseiten. Na komm, machst du nicht? Naja, klappt wieder toll. Warte mal.
Machen wir da mal eben Retro-Bit-Konsolen. Ja, genau, das sind die nämlich, die auch hier Retron Trio und Retron Duo rausgebracht haben. Ich glaube nicht den Retron 5, das waren die anderen. Und die bringen jetzt eine Konsole raus, die Retro-Bit Generations. Und das sollen 60 Games sein, unter anderem, ihr seht eben, Ring King, da bin ich ein Fan von, das habe ich ja tatsächlich noch mal gespielt, 1942, 43, Captain Commando, Commando, Exit Access, sagt mir auf Anhieb nix, Forgotten Worlds, Ghosts and Goblins, Gunsmoke, Higemaru sagt mir auch nichts, Knights of the Round ist cool, Mercs ist klasse, Sidearms und Sun Sun sagt mir, glaube ich, auch nichts. Und hier noch Warf, das kenne ich, das war, glaube ich, ein Smap. Also, da will ich mal gucken, dass ich da mal irgendwie mehr Informationen rauskriege, weil das ist ja sowas, was ja schon mal interessant ist. Alles Wichtige ist verlinkt, Seiten sind verlinkt, die stehen alle in der Beschreibung. Also, da müsst ihr jetzt nicht irgendwie rumgoogeln, ne? Einfach in die Beschreibung gucken. So, dann habe ich noch was. Und zwar das Nixdorf Museum. Das hat jetzt auch, ich glaube, ich weiß nicht, ob es aktuell ist oder neu ist, eine Geschichte der Videospiele. Da werden wir also hin. Paderborn ist jetzt auch nicht außerhalb der Welt. Da werde ich den großartigen Pingcap schon nerven, dass wir uns da auch mal einquartieren. Dann gucken wir uns das auch mal an. Ich habe auch noch mal vor, irgendwie das Computerspielmuseum in Berlin auch mal anzugehen. Notfalls dann eben auch nächstes Jahr erst. Das kriegen wir schon hin. Und das ist mal ein Tipp. Auf jeden Fall stand da irgendwie in der Pressemeldung, dass sie jetzt irgendwie was aktualisiert haben, neu gemacht haben. Es gibt jetzt irgendwie einen Arcade-Bereich. Da muss man schon hin. Ja? Das ist kein Thema. So, jetzt noch so als Rausschmeißer die Geschichte. Reselling leicht gemacht. Ich habe eine eBay-Auktion gewonnen mit dem Euro. Also, wo gemerkt, mit Porto war es dann trotzdem 6 Euro, aber ist egal. Ich habe auf jeden Fall tatsächlich eine Auktion geschossen mit dem Euro für ein Palladium-Modul. Sogar tatsächlich boxt mit Overlays und was weiß ich nicht alles. Also, für den Preis vollkommen in Ordnung. Also, nicht sensationell günstig, aber in Ordnung. Und dann kam sofort 2 Sekunden später von dem Vogel, ob ich denn auch noch andere Sachen habe, ob ich dem ihnen ein Bild schicken kann, ob dies ist. Also sprich, der wollte erstmal Informationen, ob er die Dinger nicht noch irgendwo anders verticken kann. Nachdem dann irgendwie eine Woche lang irgendwie keine Informationen kamen, hat er mich dann gefragt, ob ich da Interesse habe. Also sprich, der ist die auf dem Flohmarkt nicht losgeworden, ne, auf Hochdeutsch. Und ja, dann haben wir uns da geeinigt. Das war auch ein fairer Kurs, ein 5er Pushkit-Preis, falls ihr euch das wissen wollt, für die Leute, die immer wissen, das sind immer Preise. Nee, mache ich genau nicht, weil das geht mir auf den Sack. Weil die einen schreiben, ich bezahle dafür nur 3 Euro. Und die anderen, ah, 5 Euro, du Wucherknecht, du machst den Markt kaputt. Bla, bla, bla. Naja, ich hab die da, also werde ich euch irgendwann auch noch ein bisschen was vom Palladium kredenzen. Und da könnt ihr euch mal drauf freuen. Eine Sache kann ich auch noch mal eben erzählen, weil das hatte zum Beispiel Pat der NES-Punk auch noch mal als Thema. Das habe ich auch mal wieder um die Ohren gekriegt. Da du hier Videos machst, geht der Preis hoch. Ich liebe diesen Satz. Nicht wegen mir geht der Preis hoch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich, weil ich ein Video gemacht habe, so StarCraft 64, StarCraft 64 auf einmal teuer ist. Das war schon vorher teuer. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, dass allein schon mit meiner Reichweite, die ist ja lächerlich, das ist ja ein Witz. Ne? Spaß, das ist ja auf YouTube, bin ich ja hier, nimmt mich ja eh keiner mehr ernst. Dass das irgendwie wirkt. Ich kann schon verstehen, das ist aber auch bei anderen Retro-Kanälen auch so, dass für so Insider-Tipps, dass die sicherlich teuer werden. Das kann ich mir noch irgendwo nachvollziehen. Aber die üblichen Mainstream-Kandidaten, die werden nicht durch mich teuer, die sind teuer. Und dann gibt es natürlich die tollen Anti-Videos, die ich so unglaublich mag mit, ja, ich habe das hier für einen Fünfer und das hier für einen Zehner und das hier. Freund, wenn das so ist, freu dich. Aber das, was du da machst, ist irgendwann, dass irgendeiner wahrscheinlich dir bei der erstbesten Gelegenheit mit einem Baseballschläger die Fresse poliert. Weil er das nicht glaubt. Oder deinen Kram haben will. Also, egal. Aber ja, über die großartigen Sammler, da lasse ich mich gerne nochmal aus. Da gibt es auch nochmal andere Themen, die ich großartig finde. Ich hatte übrigens, ich grüße ja mal den Totti. Der kennt das, glaube ich, der lacht jetzt wahrscheinlich. Ich hatte auf, ich glaube. Wie heißt das bei uns? NRW TV. Werden wahrscheinlich eine Menge Leute nicht kennen, braucht er auch nicht. Da lief auch mal so ein, ich sag mal, so ein Giga-Restbestand. Irgendwas ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob der Sender noch dem Dr. Thoma gehört. Ich habe keine Ahnung, aber da war irgendwas. Und die haben auch mal irgendwie Leute gesucht. Und da war auch Thema Gaming und sowas. Und da war ich da irgendwie auch mal involviert.
Ist aber nichts draus geworden. Ja, und dann habe ich da reingezoppt. Dann haben dann Leute Unboxings gezeigt und gesagt, Unboxing ist das neue Ding. Ne? Also Unboxing ist der neue Trend. Ja, Totti wird lachen. Er wird sagen, hey, super, gut, dass Sie mir das sagen. Jetzt kann ich, habe ich ausgesorgt. Ich glaube, wir können uns die Hand reichen. Ich meine, wir müssen sowieso mal irgendwann treffen. Ich glaube, wir können uns die Hand reichen. Mit YouTube wird keiner mehr reich. Auf jeden Fall nicht in unserem Bereich. Keine Chance. Naja, auf jeden Fall, egal. Auf jeden Fall kam dann eben die Geschichte, das ist das größte Ding, das ist der super, super Shit. Und dann, um das zu beweisen, haben sie dann Videos gezeigt, natürlich von Amis und Asiaten, also natürlich keine deutschen Videos, ist klar, ne? Und haben dann irgendwie gezeigt, wie, weiß ich, ein Asiate sein Besteck auspackt. Und gesagt, ey, guck mal hier, 4 Millionen Aufrufe. Ja, das ging jetzt aber weniger um das Unboxing, sondern es ging mehr darum, was er da macht, dass er keine Ahnung hat, was Messer und Gabel ist. Also, das waren Vögel. Also wenn ihr da irgendwie mehr Informationen habt, was das für Kandidaten sind, ich gehe da mal googeln. Ich habe irgendwo auch noch gesehen, das war, ich weiß nicht, ob das auch bei dem Sender war, auf jeden Fall irgendwo rumzappen auf einem der 25.000 Spatenkanäle. Da war irgendeiner in seinem, sag mal, in seinem Hobbykeller und hat dann irgendwie so ein Video gemacht zur E3. Mal ganz ehrlich, so vom Produktlevel und vom Content, das kann ich auch und ich kann das live. Also, wenn das der Weg ist, dann mache ich jetzt bald auch Fernsehen. Also. Und für die Leute, die jetzt wieder rumnörgeln, wann kommt endlich ein Stream? Es kommt dann, wenn er kommt. Punkt. So, ganz einfach. Geht schon mal darum, dann ein sinnvolles Zeitfenster zu finden, weil ich habe keinen Bock, irgendwie Freitagabend so einen Hals und dann setze ich mich da 22 Uhr hin und dann kommt der erste Idiot. Ich glaube, den würde ich wegbrüllen. Gut, dann wird man ja auch ein Star auf YouTube, das weiß man ja. Ja, egal wie. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und wenn ihr Spaß hattet, abonnieren, kommentieren werden und ich werde auch versprechen, dass es öfter mal einen Anzeigemontag gibt, dass es mal wieder ein paar News gibt, die auch ja neu sind. Ich könnte jetzt auch noch was sagen zur Counter-Strike Go Lotterie, aber hey, die haben mir das Geschäftsmodell kaputt gemacht. Nein, Quatsch. Nee, aber ihr wisst schon, was los ist. Und wenn ihr irgendwas sehen wollt oder sonstiges, ab in die Kommentare. Dafür sind sie da. Und ansonsten abonnieren, kommentieren, bewerten, mir da folgen, mir hier folgen und ja, was auch immer. Sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.